Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der Rechtsstaat hat zwei Wege, wie er auf eine Körperverletzung oder auf die Tötung eines Menschen reagiert. Da ist zum einen die strafrechtliche Seite. Da steht die Strafe, die Freiheitsstrafe auf Bewährung, die Geldstrafe im Mittelpunkt, und es geht dort um Schuld, Sühne, ja, Vergeltung. Der Staat erhebt hier seinen Strafanspruch, und dieser Strafanspruch schützt letztendlich das Rechtsgut Leben, körperliche Unversehrtheit. Und ich will schon auch ins Gespräch bringen, dass auch bereits diese Seite für das Opfer, für Hinterbliebene unglaublich wichtig ist. Denn diese strafrechtliche Abwicklung, so will ich es mal nennen, die zeigt dem Opfer, den Hinterbliebenen, ihr seid nicht allein. Die signalisiert, der Täter steht außerhalb des rechtsstaatlichen Systems und nicht das Opfer. Und es vermittelt Sicherheit, weil das Opfer bzw. die Hinterbliebenen merken, der Rechtsstaat springt mir zur Seite. Da ist aber dann die zweite Seite. Es ist die zivilrechtliche Seite, heute schon angeklungen. Und da geht es um die zunächst sehr banal, banal klingende Frage, inwieweit kann der Schmerz, das Leid, das ein Mensch durch den Verlust eines anderen Menschen erleidet oder durch eine Körperverletzung erleidet, inwieweit kann das monetär aufgewogen werden? Und wenn wir hier darüber reden, denke ich, wissen wir alle, dass es Konstellationen geben wird, wo das nie in Geld aufwiegbar sein wird. Und das, was bei materiellen Schäden, weil die gut bezifferbar sind, noch sehr gut bewertbar ist, wird bei immateriellen Schäden so gut wie unmöglich. Und dennoch ist es so, dass auch diese zweite Seite für das Opfer unglaublich wichtig ist, denn es hat Ausgleichs- und Genugtuungsfunktion. Und gerade weil diese Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch für das Opfer von erheblicher Bedeutung ist, darf es den Rechtsstaat nicht kalt lassen, dass wir dort eine Regelungslücke haben. Ich möchte sagen, einen blinden Fleck. Der bayerische Justizminister Winfried Bausberg hat diesen blinden Fleck vor einigen Jahren sehr gut beschrieben. Er hat gesagt, wenn Eltern ihr Kind durch einen Unfall verlieren auf einem Schulweg, das Kind wird angefahren durch ein Auto auf dem Fahrrad sitzend, dann hat der Rechtsstaat nur unbefriedigende Antworten, weil er antwortet, wir können euch sehr wohl materiellen Ersatz für das zerstörte Fahrrad geben, aber es ist eben nicht vorgesehen, dass auch nur ansatzweise ein Ersatz für das Leid, für den Schmerz stattfindet, den ihr durch den Verlust eures Kindes erlitten habt. Und da wird das Problem offensichtlich. Das deutsche Zivilrecht kennt kein Schmerzensgeld für nahe Angehörige. Und es ist heute schon angeklungen, auch die Rechtsprechung über die Schockschäden, die sehr dezidiert und differenziert ist, hilft in dem Moment nicht weiter, denn sie fordert traumatische Auswirkungen von einigem Gewicht und von einiger Dauer. Und die bloße Trauer, der bloße Schmerz, so tragisch das klingt, genügt nicht. Das war ein Grund, warum die CSU im Jahr 2013 darauf gedrungen hat, dass dieser Punkt unmittelbar im Koalitionsvertrag Berücksichtigung finden muss. Und wie sich dann, und das muss man auch so offen ansprechen, im Justizministerium über Jahre hinweg nichts getan hat, war ich sehr dankbar, als das bayerische Justizministerium Anfang 2015, nämlich dort im Januar, einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt hat, um diese Problematik sachgerecht abzubilden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich will einmal in einer gewissen großkoalitionären Verbundenheit zumindest so viel sagen. Ich war heute an mancher Stelle schon etwas amüsiert, dass Sie tatsächlich in der Debatte den Versuch unternommen haben, sich als Fahnenträger, ja sogar als Erfinder des Angehörigen-Schmerzensgelds feiern zu lassen. Und das, nachdem Sie 3 Jahre lang nichts unternommen haben, nachdem Ihr Minister in diesem Feld 3 Jahre lang nichts unternommen hat. Und deswegen würde ich vorschlagen, weniger feiern lassen, weniger reden, und wir sollten bei diesem Thema endlich einfach einmal machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.